Vielleicht gibt es jemanden unter euch, der schon einmal so einen lilafarbenen Schmetterling auf einem Kinderbett gesehen hat und sich gefragt hat, was er bedeuten soll. Wenn du irgendwann mal so einen Schmetterling an einem Kinderbett siehst, frag am besten nie die Eltern danach. Ich erkläre dir nun warum. Der wohl schlimmste Schmerz ist es, einen geliebten Menschen zu verlieren. Man verspürt eine Leere, die nur schwer wieder verschwindet. Besonders schlimm muss es sein, wenn es sich dabei um das eigene Kind handelt. Das musste auch Millie Smith aus England erfahren. Als Millie erfährt, dass sie schwanger ist, ist sie völlig aus dem Häuschen und auch ihr Mann ist überglücklich. Sie hatte von Anfang an die Vermutung, dass sie vielleicht Zwillinge bekommen könnte, da das öfter in ihrer Familie vorgekommen ist. Eigentlich wollte sie aber keine Zwillinge bekommen. Dafür gab es jetzt keinen finanziellen Grund und sie hatte auch keine Scheu vor dem großen Aufwand, den zwei Kinder mit sich bringen. Im Gegenteil, es bereitete ihr einfach nur Sorgen, dass in ihrer Familie kranke Zwillinge üblich waren. Immer wenn eine Frau in ihrer Familie Zwillinge geboren hatte, überlebte nur eines der Babys. Als sie von ihrem Arzt versichert bekommen hatte, dass sie tatsächlich mit Zwillingen schwanger ist, wurden die Sorgen größer und das mit Recht. Der Arzt stellte beim Ultraschall fest, dass ein Baby an Anencephalie leidet. Das ist eine Krankheit, bei der sich große Teile des Gehirns gar nicht oder nicht richtig entwickeln. Trotz dieser schlechten Nachricht hat Millie die Schwangerschaft nicht abgebrochen, weil ihr anderes Baby höchstwahrscheinlich gesund auf die Welt kommt. Millie war komplett aufgelöst, weil sie wusste, dass sie eines ihrer Babys niemals aufwachsen sehen würde. Schließlich bekam Millie zwei Töchter und sie nannte sie Kelly und Sky. Leider hatte Sky nur eine Lebenserwartung von ein paar Stunden. Es konnte ihr nicht geholfen werden und sie starb nach 1,5 Stunden. Ein wenig später und komplett aufgelöst stillte Millie ihr gesundes Baby. Daraufhin traf sie eine weitere, frisch gewordene Mutter von Zwillingen. Mit einem Blick auf Millie und ihr Baby sagte sie nur, du hast echt Glück, dass du nur eins hast. Das hat Millie so schwer getroffen, dass sie ein Zeichen setzen wollte für ihr Baby, welches sie so schnell verlassen hatte und für alle anderen in so einer Situation, damit keine Mutter mehr so etwas hören muss, was die Frau zu ihr gesagt hatte. So startete Millie eine Crowdfunding-Kampagne und setzte durch, dass in den Intensivstationen an den Betten der Babys, die früh ein Geschwisterchen verloren haben, ein lilafarbener Schmetterling angebracht wird. Sie wusste, dass sie damit nicht den Schmerz der Eltern lindern kann, aber wenigstens sollten den Eltern dann keine Fragen mehr gestellt werden und sie werden vor weiterem Schmerz geschützt. Die Resonanz ihrer Stiftung war überwältigend. Mehr als 100 Krankenhäuser haben ihre Idee übernommen, um ein Andenken an die verlorenen Kinder zu schaffen. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr Lust habt, könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.